Ich spiele total gern mit euch beiden, weil ich finde, dass ihr einen unfassbar schönen Ton habt. Und ich habe euch ja, weiß ich, das erste Mal vor 10 Jahren gehört oder sowas. Und seitdem wünsche ich mir das eigentlich auch sogar. Ich kann nicht sehen, kann deinen wohlbekannten Körper heraufbeschwören. Ich kann nicht sehen, wie dein Haar im Wind weht. Ich kann dich sehen, ich kann dich sehen, deine Augen. Und viele Songs, die ich von euch gehört habe, haben mich ziemlich inspiriert zu neuen Melodien. Und zum Beispiel Sehnsucht oder Willkommen war ja im Prinzip fertig. Und trotzdem hat mich das so inspiriert, dass es leicht war, da noch was drüber zu singen. Schön. Ja, kann man genauso zurückgehen. Deine Stimme immer hören. Dein Lachen immer sehen. Wie soll ich das begreifen? Wie soll ich das verstehen? Als wir das erste Mal zusammen geprobt haben, haben wir in meinem Proberaum damals geprobt und mein kleines Kind war gerade ein paar Monate alt oder sowas. Ich habe versucht, den zum Schlafen zu kriegen und er war die ganze Probe überwach und hat da gelegen mit großen Augen nach oben geschaut. Seit 10 Jahren denken wir bei Landüber, dass unsere Musik ganz leicht und schön von außen zu erweitern ist. Und in Katharina haben wir jetzt die Frau gefunden, die das unglaublich komplettiert. Kommt in der Kombination mit dir ganz eindeutig dazu, dass ich ja bis jetzt so den Hauptpart, was die Melodie anging, schon irgendwo gehabt habe und sich da für mich auch total neue Wege ergeben. Und das ist schon eine sehr interessante Zusammenarbeit mit dir. Katharina Johansson und Landüber. Landüber und Katharina Johansson. Katharina Johansson und Landüber. Einmal kam einer und sagte, er habe nur einen Satz für mich. Dieser Satz hieß, ein jeder Mensch hat ein ganzes Leben lang Zeit. Zusammen mit Katharina Johansson. Da wird man in Zukunft noch viel davon hören.